Jetzt kommt eine Geschichte, wo auch jemand den Wienern aufs Maul schaut. Es ist ein bisschen verwandt der Geschichte mit den Unangenehmen. Emil Kralik war einer der Autoren, die im Ende des 19. Jahrhunderts, beginnend des 20. Jahrhunderts auch diese Geschichten geschrieben hat. Er war Schriftsetzer, war Redakteur, hat ein Pseudonym gehabt, hat unter Habakuk geschrieben, Wiener Skizzen und Humoresken. Und das ist einer von jenen, die schon ein bisschen die kritischere Seite anschlagen, kritischere Töne anschlagen, die Wiener und ihre Eigenheiten, sagen wir es mal so, nicht ganz so liebevoll zeichnen. Und er hat eine Geschichte geschrieben, die den Titel trägt, von gemütlichen Leuten. Sie werden da merken, dass er sie gar nicht so gemütlich findet. Das Fürchterlichste, was ich als Wiener von der sogenannten Wiener Gemütlichkeit kenne, ist die verteufelte Manier so vieler Leute, mit jedem beliebigen, ihnen fremden Menschen sofort ein Gespräch zu beginnen. Man flüchtet sich nachts in den stillsten Winkel eines angenehmen Beisels, um noch einen kleinen Imbiss zu sich zu nehmen und denkt voll Behagen daran, wie man danach noch eine halbe Stunde behaglich beim Genuss einer Zigarre sein Werk für den kommenden Tag ruhig bedenken oder auch sich in Erinnerungen an vergangene Zeiten oder Geliebte wiegen werde und vielleicht noch eine Kleinigkeit lesen könne, um die Zeit vor dem Schlafengehen nicht müßig verstreichen zu lassen. Flugs wird die Tür aufgerissen und ein Mann kommt direkt auf dich zu, obwohl alle übrigen Tische unbesetzt sind, bestellt sein Glas Wein, räuspert sich mehrmals und beginnt: »Heut war aber ein Tagerl, wir im Juni.« »Oh ja, sehr schön«, sagst du, um nicht als unhöflich zu erscheinen, und liest weiter. Aber er gibt keine Ruhe. Du würdigst ihn etliche Male gar keine Antwort und gibst ihm überhaupt mit allen Anzeichen der bei dir ausgebrochenen höchsten Nervosität zu erkennen, dass du seine Gemütlichkeit mindestens ins Land der Pharaonen wünschest. Was ficht diesen Bürgersmann an? »Sehens«, sagt er, »um die Zeit konnte ich nichts lesen. Dann ihnen denn nicht die Augen weh? Lassen Sie ihn da zählen. Ich störe da nicht, ne? Naja, es ist ja niemand da und Sie wollen da gewisser Anspruch haben, sonst hätten Sie da nicht lesen. Da habe ich einen Schwagern, der liest auch allerweil in der Nacht. Wissen Sie, der ist jetzt in Ungarn und in Becskerek oder dort wo herum und da schreibt er mir, dass das Lesen in dem elendigen Nest seine einzige Unterhaltung ist. Naja, das kann man ihm schon glauben. Aber Spaße ist es, wie der Mensch in meine Familie gekommen ist. Also, meine Schwester, wissen Sie, du fährst auf und erklärst, dass dich die Familienverhältnisse des Tischnachbarn nicht im geringsten kümmerten, da du ihn ja überhaupt zum ersten Mal gesehen. Darauf erhebt er sich und sagt entrüstet: Naja, das habe ich ja nicht gewusst, dass ich so ein fader Zipf und gar nicht diskursiv sind. Sie sind gewiss kein ne? So was hat es früher mal nicht gegeben. Da hat man sich zusammengesetzt und hat blauscht. Heutigen Tags will einer vom anderen nichts wissen. Also es ist aus mit der Gemütlichkeit. Zahlen er wird, ich gehe, da ist mir zu viel Krawall herin. Einen gemütlichen von der lieblichsten Sorte habe ich vor kurzer Zeit kennengelernt. Ich verzehrte zum Abendbrot mit wirklich lukullischem Behagen ein Gesöchts mit Kraut, das recht unterspickt war, das Gesöchte nämlich nicht das Kraut. Ein älterer Herr, den ich natürlich zum ersten Mal erblickte und der bisher im Extrablatt gelesen zu haben schien, aber sicher nur die Gelegenheit abgewartet hatte, irgendeinen Zeitgenossen mit seiner Ansprache zu beglücken, hatte mich auch schon erfasst. »Seh, werter Herr, dass Sie sowas essen können, da beneide ich Ihnen. Schauen Sie, wissen Sie, ich esse so viel gern Fett, aber mein Magen vertragt es nicht. Da habe ich Ihnen vor 14 Tagen in Weidlingau eine fette Krakauer gegessen. Also ich sage Ihnen, gespieben habe ich anderthalb Tage drauf, wie ein roter Gerberhund.
Einen Bekannten habe ich, einen Bladen Knödelmeier, dem geht's auch grad so. Wissen Sie, es ist der, der zwei Häuser in der Meidlinger Hauptstraße hat und im 84er Jahr beim Preiswürstelessen einen zweiten Preis gekriegt hat. Na, dem ist damals auch gut gegangen. Ein einziges Mal war er zwar nur draußen, Sie wissen schon, wo, aber von Montag bis Donnerstag. Übrigens, sind ja das Kleinigkeiten. Aber da war ich noch heute im Spital drin. Also was ich da gesehen habe. Ich schob meinen Teller weg. Ich werde Ihnen da nicht einen Appetit verdurm haben, fragte der appetitliche Mann ganz unschuldig. Nein, gar nicht. Nicht im geringsten. Aber sagen Sie mir einmal, erwiderte ich, habe ich Ihnen um was gefragt? Zu was erzählen Sie mir denn da Sachen, die mich gar nicht interessieren? Ich will essen und nicht reden und nicht angeredet werden. Was sagen denn übrigens Sie, wenn ich Ihnen beim Essen was vom Sputum und von Koliken und von Hautkrankheiten vorplaudern tät? Das geniert mich nicht, war die Antwort. Ich bin ja nicht so hakelig wie Sie. Da können Sie mir meinetwegen was, Herling auf dem Teller, das macht mir nichts. Aber nur Kaffee zu Fleisch vertrage ich nicht. Geben Sie Obacht, was mir da einmal in Margreten drüben beim goldenen Rindfisch geschenkt ist. Ich setzte mich an einen anderen Tisch. Ich war, wie man sagt, in sehr gehobener Stimmung. Ich hörte nur noch, wie der unberufene Redner mir nachseufzte. Ich weiß nicht, mit gar keinem Menschen kann man mehr reden. Gar keine Gemütlichkeit ist mehr bei uns zu Hause. Auch auf der Straßenbahn begegnet man solchen und noch fürchterlicheren Typen. Ich stieg dieser Tage beim Schottentor in einen Wagen ein. Auf der Plattform stand denn auch schon einer der gemütlichen Wiener. Was sagst denn eigentlich zu den Russen? Begann er, während ich meinen Fahrschein löste. Also ich sag, dass die Geschichte bestimmt noch nicht lang aus ist. Aber da habe ich einen Neffen, der mein Sohn vom Portier im Kriegsministerium bekannt ist. Der ist auch der Meinung. Ne? Der, wissen Sie, binageln auch oft miteinander. Ja, da muss ich Ihnen da erzählen, was mir vorgestern beim Binageln passiert ist. Also ich habe einen Nagel und alle vier kenne ich. Es war halb eins und wenn ich da nicht zu Hause bin, da schimpft mein Alte. Sie, mein Alte sollten es kennen. Wissen Sie, die Leberknädeln, was die macht, macht ihr nicht so bald eine nach. Na, letzten Sonntag haben wir erst wieder Leberknädeln gehabt. Ne? Nachmittag sind wir dann zum Heurigen gegangen, war nicht viel los. Was glauben Sie, wenn wir heuer ein gutes Weinjahr kriegen? Nein, so ein Weinjahr wie das 68er Jahr, das kriegen wir nicht so bald wieder. Jesus. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, da war ich in Graz in Arbeit. Kennen Sie Graz? Eine schöne Stadt. Wissen Sie, ich bin in der Welt umeinander gekommen. Ich war in Linz, in Wiener Neustadt, in Graz, in Brünn und beinahe war ich auch nach Ödenburg gekommen. Was das jetzt übrigens wieder für eine Geschichte ist mit den Ungarn, na, wenn es nach meinem Kopf ging, die hätte bald Urnen geschaffen unter den ungarischen Kanaillen. Aber was sagen Sie zu der Kanaille der Kleinen? Na, da werden wenigstens wieder mal die Zeitungen zum Lesen sein. Jetzt sind sie ja zu fad. Überhaupt ist ganz Wien fad. Gar keine Gemütlichkeit mehr. Ja, können Sie ihn noch an den Brotfisch erinnern und an die Schrammeln? Sowas kommt nimmer mehr. Na. Da war zu der Zeit eine Tante von mir zu Besuch in Wien. Die hat Augen gemacht. Ja, ihr Mann ist Förster in Oberösterreich. Den geht's gar gut. Der hat nämlich ein... Jesus, da fällt mir aber gerade ein, dass ich eigentlich erzählen habe wollen, was mir beim Binageln vorgestern passiert ist. Alles dann. Ich habe einen Nagel. Jesus, das ist zu blöd, jetzt steigen Sie schon aus. Gehen Sie, fahren Sie nur eine Haltestelle mit. Oder warten Sie, ich begleite Ihnen ein Stickerl. Auf den Buckel steigen Sie mir, Sie Bimpf, schrie ich und floh, wie von Steuerexekutoren gepeitscht. Ich kann mir aber lebhaft vorstellen, für was für einen ungemütlichen Wiener mich der Biedermann gehalten hat. Ja, ich hasse diese Gemütlichkeit, die einen fortwährend belästigt. Man kann ja kaum vor einem Schauladen stehen bleiben, ohne dass man von so einem herrlichen Wiener freundlich angesprochen wird. Nur dort, wo diese Leute reden sollten, da halten sie's Maul. Was ist diese große, schöne Stadt doch mitunter für ein abscheuliches, dummes Nest.